Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute vergleichen wir König der Löwen 1 und König der Löwen 2 und schauen uns an, welcher Film besser ist. Das Ganze bewerten wir an 7 Punkten. Die Story, den Bösewicht-Helfern, die Spannung, die im Film aufgebaut wird, die Lieder, die Filmmusik und das Happy End. Wenn ihr euch für König der Löwen interessiert und keine weiteren Videos mehr zum Thema verpassen möchtet, könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Ich möchte mich an der Stelle bei allen bedanken, die immer fleißig Videovorschläge in die Kommentare schreiben. Ich kann allerdings nicht alle Videovorschläge immer sofort umsetzen. Vorschläge wie zum Beispiel "Was wäre, wenn Mufasa überlebt hätte?" sind echt gut, allerdings dauert die Umsetzung etwas länger und deshalb bitte ich euch da um etwas Geduld. Und außerdem nicht vergessen, morgen Sonntag 18 Uhr, My Pride Folge 2 auf Deutsch hier auf dem YouTube-Channel. Wir sehen uns, ciao! So, starten wir jetzt mit dem heutigen Video. Punkt 1. Die Story. In König der Löwen geht es darum, dass der Bösewicht seinen Bruder den König und dessen Sohn den Thronfolger töten möchte, um selbst auf den Thron zu kommen. Scars Plan gelingt auch zum Teil und er kann Mufasa töten und Simba vertreiben. Er befiehlt den Hyänen Simba zu verfolgen und ihn zu töten. Das Ganze klappt allerdings so semi-gut und Simba überlebt. Während Simba wegläuft, fast von Aasgeiern gefressen wird und schlussendlich von Timon und Pumba gerettet wird, ergreift Scar im geweihten Land die Macht. Die Hyänen, die ihm geholfen haben, Mufasa zu töten, haben nun die Erlaubnis, ins geweihte Land zu kommen. Also während Simba, Timon und Pumba gemeinsam Hakuna Matata singen, ihr Leben chillen und sich von Raupen ernähren, stirbt das geweihte Land langsam aus und es gibt nichts mehr zu fressen. Nala macht sich auf den Weg, um Hilfe zu suchen und trifft zufälligerweise auf Simba. Nach ein bisschen Can You Feel the Love Tonight macht Simba Nala allerdings klar, dass er keine Lust hat, zurück zum Königsfelsen zu gehen. Nala ist ziemlich enttäuscht von ihm und zieht alleine wieder ab. Dann kommt Rafiki und bringt Simba zu seinem Vater, der mit ihm dann aus den Wolken spricht. Nun, da sich Simba seiner Bestimmung wieder bewusst ist, macht er sich auf zum Königsfelsen und fordert Scar heraus. Simba gewinnt den Kampf schlussendlich und der Kreislauf des Lebens ist gerettet. Happy End. Der zweite Teil, Simbas Königreich, ist die Fortsetzung zum ersten Teil. Hier geht es um Simbas und Nalas Tochter, Kiara. Die trifft eines Tages auf Kovu. Die beiden freunden sich an und spielen miteinander. Dieses Spielen wird allerdings von Simba und Sira unterbrochen. Sira ist eine von den Löwinnen, die Scar treu geblieben sind und von Simba verbannt wurden. Sie erzählt Simba davon, dass Kovu der Auserwählte ist und dazu bestimmt ist, in Scars Pfotenstapfen zu treten. Also kurz gesagt, er soll Simba killen und König werden. Sira schnappt sich Kovu und geht und Simba schnappt sich Kiara und geht. Wieder im Schattenland angekommen, tüftelt Sira an einem Plan, um Simba zu töten. Kovu soll sich kurz gesagt an Kiara ranmachen, damit er an Simba rankommt, um ihn zu töten. Während Kiara eine normale Kindheit hat und auf ihr Amt als Königin vorbereitet wird, wird Kovu brutal ausgebildet, um Simba zu töten. Bei Kiaras erster Jagd legen Siras andere Kinder wie Tani und Nuka ein Feuer. Kovu rettet Kiara aus dem Feuer und bittet Simba, der später am Ort des Geschehens eintrifft, ein Part seines Rudels werden zu dürfen. Simba findet das Ganze allerdings nicht so cool, gibt ihm aber trotzdem eine Probezeit. Bis jetzt läuft für Sira eigentlich alles perfekt. Das ganze Blatt wendet sich nur dann, als Kovu und Kiara sich ineinander verlieben und Kovu von seinem Plan abkommt. Er möchte Kiara und Simba auch von den Plänen von Sira erzählen. Allerdings kommt Sira ihm dazwischen und greift Simba an. Simba kann allerdings schwer verletzt flüchten. Nuka allerdings, der älteste Sohn von Sira, geht dabei drauf. Kovu ist jetzt allerdings in einer ziemlich dämlichen Situation. Auf der einen Seite glaubt Simba, dass Kovu ihn auch töten wollte, und auf der anderen Seite ist seine Mutter aber mega mad auf ihn, weil sie ihn für den Tod von Nuka verantwortlich macht. Sira klatscht ihm eine, wovon er eine Narbe davonträgt. Kovu flüchtet wieder zurück zum Königsfelsen und möchte Simba die Situation erklären, allerdings möchte dieser diesmal nicht zuhören und verbannt ihn. Kiara hat gar kein Verständnis für das Handeln ihres Vaters und läuft weg, um Kovu zu suchen. Nach ein bisschen Liebe triumphiert, machen sie sich allerdings wieder zurück auf dem Weg zum Königsfelsen, wo Simba und Siras Rudel mittlerweile in einem kleinen Krieg stecken. Kovu und Kiara stellen sich zwischen die zwei kämpfenden Parteien. Vitani und Siras Rudel erkennen, dass dieser Kampf sinnlos ist und wechseln die Seite zu Simba. Sira hat mal gar keinen Bock drauf und greift Simba an. Kiara geht allerdings dazwischen und Sira und Kiara fallen den Hang hinunter. Kiara landet halbwegs sicher, während Sira in einer Klippe hängt. Währenddessen bricht ein Damm und die Schlucht füllt sich mit einem reißenden Fluss. Kiara möchte Sira helfen, diese nimmt die Hilfe allerdings nicht an und stürzt ins Wasser. Simba entschuldigt sich bei Kovu, Kiara und Kovu dürfen heiraten und wir haben unser Happy End. Das sind die Handlungen der beiden Filme. Ich finde die Story von beiden Filmen megamäßig cool. Allerdings finde ich die Story vom zweiten Teil etwas besser. Damit geht der erste Punkt entschieden an den zweiten Teil. Kommen wir zu Punkt 2. Die Bösewichte. Im ersten Teil haben wir den Bösewichten Scar, der seinen Bruder und seinen Neffen töten möchte, um selbst an die Macht zu kommen. In Simbas Königreich haben wir Sira.
Sie trauert Scar nach und bildet ihren Sohn dazu aus, um Simba zu töten. Allerdings ist Sira jedes Mittel recht. Das merkt man vor allem am Schluss, wo sie Kovu und Vitani, ihren eigenen Kindern, mit dem Tod droht. Wir können festhalten, dass beide Bösewichte ziemlich asozial sind. Allerdings ist es echt schwer, gegen Scar anzukommen. Dementsprechend geht dieser Punkt an Scar, denn wie ich es in meinem Top-Bösewichte-Video schon gesagt habe, seinen eigenen Bruder zu töten, seinen Neffen töten zu wollen und ein komplettes Land zu zerstören, das muss man schon mal nachmachen können. Also aktueller Zwischenstand 1:1 für beide Filme. Doch was wären unsere Bösewichte ohne ihre helfenden Hände? In König der Löwen haben wir die Hyänen, die hauptsächlich repräsentiert werden von Shenzi, Banzai und Ed. Mit den dreien gibt's aber einige lustige Szenen im Film. In Simbas Königreich haben wir Nuka und Vitani. Am tragischsten ist hier sicher die Geschichte von Nuka. Er versucht, seine Mutter immer zu gefallen und sie stolz zu machen. Sira beachtet ihn allerdings gar nicht. Und am Ende führt Nuka das Ganze in den Tod. Von dem hier gibt der zweite Teil natürlich etwas mehr her als der erste. Dementsprechend geht dieser Punkt an den zweiten Teil. Jetzt steht's 1:2 für den zweiten Teil. Kommen wir zu Punkt 4, der Spannung. Ich werde an der Stelle die Story jetzt nicht nochmal wiederholen, die haben wir schon im ersten Part gehört. Allerdings finde ich die Spannung im ersten Teil viel besser als die im zweiten Teil. Einfach zu sehen, wie Simba sein Leben chillt und währenddessen das geweihte Land komplett untergeht, ist einfach echt spannend. Und man fragt sich, wie wird das Ganze ausgehen, wenn man den Film natürlich nicht kennt. Und am Schluss dann auch noch diese epische Fight zwischen Löwen und Hyänen. Damit gewinnt für mich diesen Punkt definitiv der erste Teil. Kommen wir zu Punkt 5, den Liedern. Das zu bewerten ist jetzt wieder etwas schwieriger, da es hier einige Lieder gibt. Wir gehen einfach Schritt für Schritt voran. Wir haben hier das Anfangslied im ersten Teil, Circle of Life. Im zweiten Teil haben wir hier, He Lives in You. Beide Lieder sind mega krass, allerdings würde ich mich hier für He Lives in You entscheiden. Als nächstes haben wir Ich will jetzt gleich König sein und Wir sind eins. Wir sind stark, wir sind stolz, wir sind eins. Hier haben wir auch wieder zwei mega krass coole Lieder. Allerdings geht die Musik in Ich will jetzt gleich König sein viel mehr ab. Und es geschehen auch im Film viel mehr lustige und spannende Szenen während des Liedes. Der Punkt geht dementsprechend an Ich will jetzt gleich König sein und in den ersten Teil. Unsere beiden Bösewichte haben allerdings auch mega tolle Lieder. Auf der einen Seite haben wir Seid bereit und auf der anderen das Wiegenlied. For the cool of the century, be prepared for the murkiest scum. Beide Lieder zeigen eindrücklich, wie krass asozial unsere Bösewichte hier sind. Allerdings geht dieser Punkt auch an den ersten Teil mit Seid bereit. Jo, bei den Liebesliedern brauchen wir eigentlich nicht lange diskutieren, da gewinnt für mich eindeutig der erste Teil. Ich fand das Lied aus dem zweiten Teil überhaupt nicht stark. Alles in allem können wir jetzt am Schluss festhalten, dass die Lieder in König der Löwen besser sind als die in Simbas Königreich. Aber wie sieht's bei der Filmmusik im Allgemeinen aus? Das ist auch wieder eine schwere Frage. Ich persönlich feiere die Musik im zweiten Teil total. Aber die Filmmusik von Hans Zimmer ist einfach besser. Vor allem am Schluss. Schmerzerfüllt, weil ich den zweiten Teil doch sehr gerne mag, geht dieser Punkt trotzdem an den ersten Teil. Der aktuelle Zwischenstand liegt bei 2:4 für den ersten Teil. Damit liegt König der Löwen 1 klar in Führung. Kommen wir aber nun zum letzten Punkt. Und zwar zum Ende. Und hier geht dieser Punkt auch wieder an den ersten Teil. Für das Ende muss man wieder das Gesamtkonstrukt des Filmes beachten. Das heißt, hier muss Musik passen, die Story passen und es muss spannend und packend sein. Diese Punkte erfüllen meiner Meinung nach beide Filme. Allerdings ist die Musik und die Spannung im ersten Teil einfach viel, viel besser. Daher geht dieser Punkt auch an den ersten Teil. Kommen wir zum Fazit. Was die Hilfe der Bösewichte und die Story angeht, finde ich den zweiten Teil viel besser. Allerdings sind Musik, Lieder, Bösewicht und die Spannung im ersten Teil besser. Außerdem bekommt König der Löwen bei der Serie Disney Magic Moments fast immer den ersten Platz. Egal ob es hier um Liebeslieder, Bösewichte oder das schönste Ende geht. Aber was sagt ihr dazu? Würdet ihr die Punkte anders verteilen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.